Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem weiteren Video in der PS5 Schritt für Schritt Reihe. Wir sind jetzt bei Ton angekommen und wir möchten gerne jetzt das mal durchgehen. Mikrofon, Audioausgabe und Lautstärke haben wir auf der linken Seite und wir fangen oben beim Mikrofon mal an. Eingabegerät, Mikrofon am Controller. Lasst euch da nicht beirren, da steht immer Mikrofon am Controller. Zum ersten habt ihr Mikrofon im Controller eingebaut und selbst wenn ihr das PS4-Headset nehmt, also es wird nur was anderes dastehen, wenn ihr ein USB-Headset nehmt oder so. Ja, ich stecke jetzt einfach mal, oder nee, noch nicht, ich muss euch noch was anderes zeigen. Deswegen steht, da wird immer Mikrofon am PC, am Controller stehen. Zeige ich euch auch gleich, wenn wir ein externes nehmen, aber egal. So, Mikrofon anpassen. Wir haben jetzt hier den Mikrofonpegel anpassen. Einmal X bestätigen, dann kann man hier hin und her wechseln. Macht das bitte nicht zu hoch. Tut euch und den Leuten, mit denen ihr spielen wollt, ihr fallen. Macht das nicht bis zum Anschlag hoch, dass wenn hier eine Party kommt und ihr bis zum Anschlag hoch ist, das ist Quatsch. Man kann das immer noch anpassen. So. Seht ihr, ich bin jetzt immer noch im grünen Bereich. Ruckzuck bin ich halt auch. Buh! Ja, bin ich halt ziemlich weit hoch. Tut euch und euren Mitspielern gefallen. Macht das nicht zu hoch. Kann man immer noch in der Party oder im Spiel separat sagen: Hier, okay, passt das noch an. Ich mach's lauter, ich mach's leiser. Das ist alles kein Problem. So, aber wie gesagt, wir hören jetzt nichts. Jetzt passt mal auf. Weil mein Mikrofon halt auf, keine Ahnung, wenn es am Controller ist, wird es nicht bei den Testeinstellungen hier über die TV-Lautsprecher wiedergegeben. Aber wenn ich das Mikrofon jetzt anmache, dann hört ihr. Ja, jetzt steht immer noch Controller-Headset da. Test. Das ist jetzt das PS4-Mikrofon. Dann Mikrofon standardmäßig habe ich stumm. Mikrofon Status. Also hier stumm geschaltet, wenn ich anmache, immer stumm geschalten. Und im eingeloggten auch. Können wir hier ein- und ausmachen. Also Mikrofon im eingeloggten Zustand. Die Einstellung funktioniert möglicherweise nicht für einige Geräte, die eine andere Stummschaltfunktion haben. Und hier haben wir dann noch Mikrofon stumm schalten beim Start eines Chats. Ich habe alles stumm. Also wenn ich meine PlayStation anmache, stumm. Wenn ich in den Chat reingehe, bleibt mein Mikrofon trotzdem stumm. Also ihr könnt natürlich hier dann nicht ändern machen. Das heißt, ihr stumm. Und wenn ihr im Chat reingeht, ist es an. Aber ich habe es grundsätzlich stumm und fahre damit eigentlich ganz gut. So, Audioausgabe haben wir hier TV-Gerät. Zeige euch mal was. Test. Also ne, war hier beim Mikrofon B. Test. Ab. Und es steht immer noch TV-Gerät da. Also das hat damit nichts zu tun. Also ich habe es bei mir so eingestellt. Ich mache nochmal kurz ran. Das Headset, so. Ich zeige euch das, dass es auch dran ist. Test. Dass ihr bei Ausgabegerät. Und jetzt empfehle ich euch, wenn ihr ein Headset am Controller habt, dann bitte auf Ausgabe und Controller-Headset nehmen. Sonst habt ihr den TV-Lautsprecher an, hört den Chat vielleicht auch darüber und nur das Mikrofon ist an. Das ist eine sehr nervige Angelegenheit, wenn da eine Rückkopplung sind. So habt ihr Controller und dann ist halt das gesamte Audio auf dem Controller, also Chat, Spiel, alles drum und dran. So, ihr habt dann aber halt natürlich noch andere Möglichkeiten, wenn ihr andere Geräte angeschlossen habt. So, ich habe jetzt halt TV-Gerät und das steht halt hier oben da und hier unten habt ihr dann die Geräteauswahl, AV-Verstärker und Soundbar. Ich könnte jetzt zum Beispiel Soundbar nehmen, weil ich habe Soundbar angeschlossen, aber ich habe jetzt momentan TV-Gerät. Ausgabegerät automatisch umschalten. Da würde ich euch sagen, ja, macht den Haken rein, definitiv.
Das ist, wenn ihr ein Headset anschaltet, das Auto also reinmacht in die PS5, egal auf USB oder am Controller, das automatisch umgeschaltet wird, oben bei Ausgabe. Ich zeige euch das mal. Ich mache jetzt ein Headset rein. Ich stecke jetzt unten einfach den Klinkekabel rein. So, und ihr seht, wird automatisch am Controller umgeschalten. Ich mache es raus und es wird umgeschalten. Das würde ich euch empfehlen, lasst es an. Ich habe es bei mir aus, weil ich es nicht brauche. Ich benutze das Headset, das PS4-Headset, nur für Mikrofon, für die Chat-Party. Also für die Party oder Ingame-Chat oder so. Und den Sound möchte ich dann halt auch von euch halt aufs Headset haben. Aber halt, das Headset ist am PC dran. Und es soll dann weiter über HDMI gehen. Und dann geht es über HDMI zum PC und die Software zum Streamen. Und darüber greife ich das dann ab. Das ist dann so halt besser. So, wenn ihr AV-Receiver habt, dann habt ihr auch die Anzahl der Kanäle, die ihr machen könnt. Bei Soundbar habt ihr das nicht und bei TV habt ihr das auch nicht. Ich habe keine AV-Receiver, also ich kann nicht sagen, inwiefern die Einstellungen was bringen. Ja, auch 3D-Profile anpassen und so, kann ich euch so nicht sagen. Also an die Vorverstärker sind nur die Beine hier. Position der Lautsprecher kann man dann noch anpassen. So, und dann hier unten bei Kopfhörer, wenn ihr Kopfhörer, also diese, wie heißen die, Puls 3D oder so heißen die, von Sony anschließt, habt ihr dann halt auch noch Ausgabe gesamtes Audio auf Kopfhörer, was ihr machen könnt. Ihr könnt auch sagen, dass nur der Game Sound auf Kopfhörer kommen soll. Oder Party-Sound, denke ich mal, wird das auch, wie dass man wieder das so wie PS4 machen kann. 3D-Audio aktivieren, ja, nein, kann man anschalten. Und 3D-Audio-Profil, da hört er dann irgendwie so einen Wasserfall. Ich habe ja schon mein Headset angeschlossen, hört dann einen Wasserfall. Und dann könnt ihr euer Audio-Profil anpassen. Ne, rauschendes Wasser, wie sich das für euch am besten anhört. Weil jeder findet diese 3D-Audio mit den Standardeinstellungen, wenn man sie Standard nennen möchte, etwas anders. Gut, für den einen ist es zu weit links, zu weit rechts oder zu laut, zu leise. Das kann man sich dann halt hier alles separat anpassen, dass der 3D-Audio für jeden schön sich anhört. So, Bildschirmmusik. Bei Home-Bildschirmmusik habe ich aus. Ja, das ist... Muss ich mir gleich mal aufschreiben, ehe ich das wieder vergesse. Das wollte ich mich vorhin schon nachgucken. Weil so weg dann nämlich die Videos zum Homebildschirm. So. Wie gesagt, ich hab's aus, weil es mich nervt. Soundeffekte habe ich aber an. Weil sonst würde hier nichts kommen. So. Und Audio-Profilinformationen, da müsst ihr gucken, wie es bei euch am besten ist. Ich habe komischerweise das Problem, warum auch immer, bei der PS4 ging immer Dolby. Und habe dann halt über HDMI Dolby vernünftig mitgeschleift. Und konnte dann halt mit meinem Headset, also mit meinem 7.1 Headset, einen richtig schönen Dolby Sound haben. Ich habe jetzt immer trotzdem noch einen guten Dolby Sound, aber ich weiß nicht, wo es geht. Also Dolby und DTS geht gar nicht. Da habe ich dann Rauschen, zeige ich euch. Es geht nur PCM. Warum auch immer. So, dann haben wir Lautstärke, da haben wir dann halt die Kopfhörer. Wartet mal, da muss ich nochmal Kopfhörer reinstecken. Ach so, ja. Müssten wir natürlich auch aktivieren. Also jetzt habt ihr natürlich vom Menü keinen Sound mehr. Aber jetzt können wir hier die Kopfhörer anpassen, wie laut die sein sollen. Aber Controller-Lautstärke können wir natürlich nicht anpassen. Das hat dann der Kopfhörer. So, jetzt habt ihr wieder Ton. Jetzt haben wir wieder die Controller-Lautstärke. Ich denke mal, das hört er nicht, oder? Wartet mal.
Das ist ja dieser interne Lautsprecher. Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nicht den Punkt gefunden, dass ich den deaktivieren kann. Ich habe das sehr oft, wenn ich mit euch streame, und der interne wird benutzt, dass mir das irgendwann mal auffällt, weil ich irgendein komisches Geräusch ganz leise im Hintergrund höre. Und dann setze ich mein Headset ab und sage, ach, der Controller macht ja was. Das war bei der PS4 ein Stück besser, da konnte man sagen, deaktivieren. Und dann kam alles über Kopfhörer mit, beziehungsweise über die TV-Lautsprecher mit. Da müsste Sony auf jeden Fall nochmal nachlegen. So, das soll es jetzt zu Ton auch schon gewesen sein. Ich hoffe, konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ich euch helfen konnte, Däumchen wären Träumchen, teilt das Video. Das hilft mir und wegen dem YouTube-Algorithmus, dass meine Videos mal mehr vorgeschlagen werden. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, euch die Fragen zu beantworten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.